Während die anderen hier noch fleißig am Arbeiten sind, ist offensichtlich Marco Hörschläger schon fertig. Also eine beeindruckende Leistung, auf jeden Fall was das Timing betrifft. Und man sieht hier auch schon die Offiziellen, die das alles festhalten. Scheint, als hätte der junge Österreicher hier richtig abgeliefert. Sanitär- und Heizungstechnik sehe ich da oben und da wird natürlich auch um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Wie sieht so der Ablauf aus? Ja, der Ablauf ist folgendermaßen, die Teilnehmer bekommen einen Plan, der in drei Modulen eingeteilt ist. Jeder Tag besteht aus einem Modul und das wird am Abend bewertet. Und zum Schluss gibt es eben dann die Gesamtbewertung für die restlichen Kriterien. Die Module bestehen aus einer Heizungsinstallation. Das zweite Modul ist eine Wasserinstallation, also Kalt- und Warmwasserleitung mit Gasleitung. Und der dritte Tag ist eine Sanitärinstallation. Worauf muss man denn achten? Ja, bei diesem Bewerb, ich sehe, alle sind voll im Einsatz. Über uns fliegt eine Drohne. Viele Menschen schauen zu, es gibt viele Ablenkungsmanöver, aber worauf kommt es wirklich an? Ja, bei uns ist natürlich die Genauigkeit und die Schnelligkeit eigentlich das Thema. Eigentlich ist das Projekt so ausgelegt, dass man eigentlich in diesen 18 Stunden nicht fertig wird. Das klingt ein bisschen gemein. Ja, natürlich soll der Beste gewinnen, der was am besten organisiert. Und wie man sieht, sind alle fleißig am Arbeiten. Und gerade beim Design, was nachher der Grazer Uhrturm, wenn er fertig ist, mal da sein wird, ist das Hauptaugenmerk. Das klingt richtig cool. Man hat auch den Eindruck, dass die Besucher auch ganz begeistert sind. Ist das eine schöne Sache für euch, dass man mal wirklich sich so präsentieren kann auf der großen Bühne, der europäischen Bühne? Ja, absolut. Also gerade wenn man sieht, wie viele Leute immer mal rumspazieren. Bei uns ist es ja wirklich interessant. Man sieht jede Stunde einen neuen Part, was erledigt ist. Also wirklich auch schön zum Zeigen, was wir können. Tolle Sache, danke, dass du Zeit genommen hast, noch Gutes gelingen.